Heyo, hallöchen Leute, willkommen zurück bei Doom 3, hier im wundervollen Alpha, ich meine natürlich Delta-Labor, Epic Fail, scheiße. Nur Notstrom, ja. Und wir werden wahrscheinlich hier gleich überfallen von irgendwelchen bösen Wesen, Hilfe. Ja, wir haben den Datenverknüpfer gefunden. Wir müssen mit diesem jetzt die Daten verknüpfen. Nein, wir müssen... wir müssen Zugriff auf die Steuerung des Delta-Labors, glaube ich, uns verschaffen, so ungefähr war es. Und ja, das wird uns das hoffentlich gelingen. Erstmal hier wieder eine Kriechrunde machen. Und hoch. Da hinten geht's zurück. Wir müssen da lang. Genau, in diesem wunderschönen Steuerraum. Wenn es der überhaupt ist und ich nicht. Ah. Reaktorkern abgeschaltet. Oh. Bitte befolgen Sie Sicherheitsverfahren. Orange. Ich finde. Okay. Sicherheitsverfahren orange. Wir müssen den Reaktor finden. Dort müssen wir hin. Wir haben eine kleine Map bekommen quasi. Das ist echt cool gemacht. Und ja, wir können ja auch drin rumlaufen. Das ist natürlich eine tolle Sache. Was für eine Verbindung wird angefordert? Lagerhalle. Also wir sind jetzt wahrscheinlich in der Delta-Steuerung. Das ist hier unten. Okay. Das ist echt cool gemacht für damals. Da gab es schon hier so eine schöne Science-Fiction-Map. Und ja, Lobby Elevators. Da müssen wir dann wahrscheinlich hin. Und dann kommen wir in die Verwaltung oder so. Und da geht's. Ja, okay, wir brauchen die Karte eigentlich nicht wirklich. Wir müssen einfach da durchgehen und. Ja, schnetzeln. Louis, hier ist Kelly. Ja. Die Kleine haben sich geändert. Der Delta-Komplex 1 ist nicht mehr sicher. Ich gehe Wartungstunnel 1. Du bist nicht weit davon. Wir sehen uns doch. Hat Kenny uns jetzt gedroht? Ich hab's nicht ganz verstanden, weil irgendwie die Sounds sich komisch überlagert haben. Bisschen kacke war das jetzt. Ja, anscheinend ist Kelly in der Nähe. Und jetzt glaube ich gesagt, dass wir sehr clever sind, weil wir noch am Leben sind. Unglaublich. So. Mhm. So, die Türen sind jetzt freundlicherweise nicht mehr verschlossen. Wir durften da ganz bequem und natürlich durchlaufen. Und hier erwartet uns wieder ein Imp. Oh, das ist ein Schwein. Nein, ein Schwein. Oh Gott. Oh Gott, ich fail. Okay, jetzt komm, Schwein, komm. Ich warte auf dich. Okay, du kannst auch eine Granate haben. Ja, die total daneben geflogen ist. Und ja, toll, Mann. Okay, so clever bin ich doch nicht, ja. So, mit der Pistole haben wir eben ein Ende gemacht. Und jetzt will ich hier den Raketenwerfer. Weil schweren Tieren muss man mit schwerem Geschütz entgegnen. Und dieses Schwein, das hier war, ist eindeutig schwer. Und es ist weg. Tja, unglaublich, wie sich so ein kleines, also ein fettes, schweres Viech verflüchtigen kann. So, jetzt müssen wir zu den... Ja, die Aufzüge gehen ja nicht mehr. Das heißt, wir müssen... Keine Ahnung, wohin wir laufen, den Weg weiter. Nein! Okay, das war's mit dem Schwein. Nein, das war's mit dem Schwein. Ja, so sieht's nämlich aus. Cool. Der macht eine Baumelpartie. Häng doch nicht hier so rum. Oh! Ah, und ich konnte ihn abschießen, bevor er seinen hässlichen Tentakel nach uns geschleudert hat. Und da kommt ein Impf. Okay, ich sollte nicht meine Munition verbrauchen. Ich gehe wieder mal zum Maschinengewehr. Weg, 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 weg. Und du bist weg. So, da gehen wir gleich lang. Wir gehen erstmal hier da hinten ins Hinterkämmerchen. Da hinten ins Hinterkämmerchen. Hinten, hinten, hinten. Immer die gleiche Wortwahl und Leben. So, und hier haben wir ein bisschen Ernährung. Kommen wir hier hoch? Ah, ne, kommen wir nicht. Okay, gehen wir raus. Oder doch? Wir können vielleicht hier hoch. Dann da irgendwie. Ne, es wird nichts. Es wird zu anstrengend. Ich bin ein fetter Marine. Ein Couch Potato Marine. Der macht sowas nicht. Oh, und hier wird wieder schön mit Schatten gespielt. Weg mit dir! Ey, der hat zu lange gelebt. Überlebt. Der muss ja nicht so rumbaumeln. So, richtig schön verblutet hier alles. Eigentlich freut es mich ja, dass Sergeant Kelly noch lebt. Ich würde ihm
Ich hoffe, dass er mich nicht umbringen will. Am besten ist, wenn man zusammen hier gegen diese Teufelsbrut kämpft. Der steckt uns erstmal eine rein. Das war echt heimtückisch. Der kommt einfach aus der Wand hier. Oh. Das haben wir uns direkt einkesseln lassen. Zum Glück nur von so einem schwachen Zombie. Das kann man immer schnell ausschalten. Und ich höre ein Schwein. Oh 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 oh. Okay, okay. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier. Oh, Hilfe, Hilfe. Komm mir nicht so nah, komm mir nicht so nah, komm mir nicht so nah. Okay, das war's. Das war ja ein wunderschöner Kreislauf des Todes für dieses Schwein. So, ich hoffe, der steht nicht auf. Ach, da komm her, gell? Oder? Ja. Okay, komm ich hier rein. Oh, ein Spaghetti-Mann. Ja, mit der Spaghetti dran. Der Spaghetti-Mann mit der Spaghetti dran. An seinem Arm. An seinem Arm. So, stirb, komm. Gut. Hoch da, hoch da. Boah, ich habe heute echt so einen richtigen Flow, was meine flachen Reims angeht. Oh, ja, Leben. Ich wollte zuerst sagen, ja, Geld. Warum? Ah, verreck, verreck, verreck. Oh nein, sei nicht so stark. Oh, der Wichser hat uns zweimal einen reingehauen. Sowas ist inakzeptabel. Ich wechsle mal wieder. Welche Waffe soll ich nehmen? Schrotflinte. Ja, Schrotflinte. Gut. Mit der Flinte geht's weiter. Und wir kommen hier wieder in so einen Art Lagerraum. Sektor 1. Ich höre. Oh nein, fliegende Köpfe! Einer, der ist weg. Gut. Oh oh. Zu viel, zu viel, zu viele. Zu viele fliegende Köpfe. Hilf mir. Oh, das ist echt gefährlich. Verreckt, oh mein Gott. Alter, Kopf der zwei Schüsse von der Schrotflinte ausgelassen. Sowas ist unrealistisch. As fuck, man. Ey, was? Ich treffe ihn doch. Mein Gott, ey. Ey, was ist das mal hier? Hat ja noch von Köpfen getötet. Oh, Mann. 20 Leben, ey. Wegen so scheiß Köpfen, ey. Die fliegenden Köpfe sind meine Todesfeinde. Meine Todfeinde, ja. Aber ich, zum Glück habe ich noch 10 Leben, können wir noch rauspressen. Oh, Mann, das wird echt knapp hier schon wieder. Sind bei mir. Bald wirst du ihnen folgen. Sind bei ihm. Oh Gott, ja, es wird. Oh nein, ich bin tot. Ich bin ein toter Mann, Leute. Und wie tot ich bin. Oh Gott, oh Gott. Geh rein, geh, oh mein Gott. Nein, nein, oh mein Gott, oh mein Gott, oh Gott, oh mein Gott. Bitte kann er hier nicht reinschießen. Oh Scheiße, Leute. 21 Leben. Okay, okay, okay. Jetzt wir gehen zur Plasma-Gun. Plasma-Gun ist. Die einzige Überlebenschance gegen einen Revenant. Oh Mann, bin ich noobig. Oh. Ja. Ja, komm, ich kann deine Raketen abwehren. Oh, wir haben richtige massive Munition mit der Plasma. Das ist natürlich beruhigend. Ja, komm, schon weg. Ja, das war's mit dir. Boah, scheiße, Mann. Aus dem Medipack da oben. Schnell, schnell, schnell. Oh Gott, ich höre wieder ein. Natürlich, wo kommt der her? Von oben. Ah, das fliegt Kakutino. Oh shit, oh shit. Wusste, wusste, wusste. Erstmal alles in Luft hier irgendwie. Und ja, oh mein Gott. What the fuck? Und er kann mich nicht treffen. Sehr gut. Oh Mann, ey. 13 Leben. Ey, hier geht's so scheiße ab. Ich. Hier ist echt nicht mehr normal. Und wir gehen mit unglaublich viel Leben. Oh, zum nächsten Imp. Lass es nicht von seinen Feuerbällen treffen. Nur so, bis es direkt klar ist. Okay. Wir haben aber noch nicht alles eingesammelt da hinten. Da könnte noch ein Medipack oder so sein. Deswegen begeben wir uns nochmal hier in eine freie Schussfeld. Da ist ein Medipack. Gut, 28 Leben. Mein Gott, da fühlt man sich richtig stark. Und hier oben, nein, das ist ja nur. Lass mal Gun Muni. Ammunition. Ah, hier ist nichts mehr, oder? Boah, wie leise ich gerade rede, weil ich so ein bisschen konzentriert bin, ne? Das ist ein bisschen komisch.
Lene, du konzentrierst dich, geht ja gar nicht. Ja, erzählt ja mal, geht doch. So, war hier was? Nein, aber nix. Okay, jetzt werden wir sterben. Das Muppenleben! Leben, oh mein Gott. What the fuck? Ja, okay, da komme ich nicht durch. Ich habe gerade vergessen, dass da eine Kiste steht. Scheiße. Ja, komm jetzt hier mal. Ich möchte das Medipack. Ey, nein! Verreck. Gut, verreckt. So, wir leben noch. Das Krokodilum. Ich finde hier so geil, diese riesigen Fischköpfe. Und noch einer. Aber auch direkt tot. So, jetzt komm, gib mir das Medipack. Ich habe 28 Leben. Oh je, ich bin so ein toter Mann. Ich speichere hier mal kurz, Leute. Nur um sicher zu gehen. Gut, gespeichert. So. Jetzt muss ich gucken, wie ich an das scheiß Medipack dran komme. Dann müssen wir halt da hinten hoch. Oh Gott. Wo? Ich höre schon wieder böse Sachen. Komm her. Ah, Krokodilen. Ich freue mich ja schon so übelst auf Doom 4. Ich habe letztens nochmal die Bilder angeguckt von diesen Krokodilen und die sehen echt genial aus. Richtig detailliert, diese Fischgesichter, ein Riesenformat. Ja, hat richtig was. Und geil. Uah! Nein! Weg mit dir. Uah! Heilige Scheiße, Mann. Ich bin tot. Okay, weg mit dir, gut. Boah, so 52 Leben, wir bauen uns langsam wieder auf. Richtig aufbauen, dieses Spiel. Ja, sollte jeder machen, der seelisch fertig ist. Der ein bisschen, oh mein Gott, ich bin drüber hinweggesprungen. Dolin schießt übers Ziel hinaus. Oh Mann, so jetzt hier. Also, gut und vorsichtig haben wir das Minipack eingehamstert. So, jetzt geht's hier mal weiter und zwar mit Tempo. Also, kommt her, ihr Viecher. Man hört Gestöhne, gut. Ah, hier geht eine Leiter runter, die will ich mal hinabsteigen. Und dann gucken, was es hier zu holen gibt. Ah, ja. Oh! Es gibt einen Kinnhaken von einem Zombie wahrscheinlich zu holen. So, jetzt hier wieder hoch. Und weiter. Oh, da haben wir einen Imp. Und noch einer, oder? Ne, sah nur so aus. Puh, wo sind wir denn hier? Aha, Facebook. Lift. Ich bin von Viechern eingekessen. Tot. Okay. 21 unglaubliche Leben wieder. Und ich höre einen Revenant. Und da ist er. Oh nein! Nein! Oh Scheiße. Boah, er ist tot. Okay. Ja. Das geht hier echt übelst ab. Also, eigentlich eher kleinere Kämpfe, aber extrem spannend. Deswegen sage ich, wenn das abgeht. Es kommt hier jeden vielen Viech. Oh Gott. Oh Scheiße. Das ist ein Medipack. Und ich höre einen Wichser. Oder einen Krüppel. Oh Mann. Hier ist ein Zombie. Das verlangt hier viel zu viel Aufmerksamkeit. Dafür, dass es so schwach ist. Ein fliegender Kopf. Ja, kommt hier, fliegende Köpfe. Und wie viele hier noch kommen. Ich mag die nicht. Die sind heimtückisch. Weil man sie nicht immer so leicht trifft. Und weil sie beweglich sind. So, bewegen wir uns hier mal. Da kommen noch mehr fliegende Köpfe. Weg bitte nicht, weg bitte nicht, weg bitte nicht. Ich gehe in meine Position, von der aus ich... Oh oh. Nein, heilige Mutter! Ah, nein, da ist ein scheiß Raketen! Scheiße. Ich bin tot. What the fuck? Da kommt ein Fisch, da kommt das. Ich hab fünf Leben. Oh mein Gott, ich bin tot! Ich bin tot, Leute. Ich bin so von tot. Ja, ich bin tot. Was war denn das ist hier für eine Scheiße? Ey. Oh nein. Was soll ich jetzt nochmal machen? Wow. Komm her, du Lappen. Ey, die halten schon was aus, gell? Ach, wo bin ich denn jetzt hier?
Ja, ich muss hier noch meine Minipacks holen. Da kommt jetzt wieder gleich der Kollege von hinten. Oh Gott, ich bin tot. Nein, bin ich nicht. Er ist tot. Ja, jetzt machen wir das hier mal schnell durch. Ja, wir sehen uns im nächsten Park, Leute. Sorry, dass ich verkackt habe, aber wir sind ein Stückchen weitergekommen. Bis zum nächsten Mal bei Doom 3, euer Don Lin.